Biogas, relevant, vielseitig und zukunftssicher. Wir befinden uns in einer Zeitenwende. Klimawandel, soziale Ungleichheit und geopolitische Neuorientierung treiben vor allem die Energiebranche zur Transformation. Hier nun drei Zukunftsszenarien, die zeigen, welche Bedeutung gerade eine schnelle Energiewende hat. Das 2-Grad-Szenario des Pariser Klimaabkommens bedeutet, bis 2050 muss das Verhältnis erneuerbarer zu fossiler Energie bei 70:30 liegen. Verläuft die Wende aber so langsam wie aktuell betrieben und in diesem zweiten Szenario gezeigt, sind die weltweiten Folgen katastrophal und auch für Deutschland äußerst dramatisch. Diese Auswirkungen lassen sich durch eine verbesserte Förderung der erneuerbaren Energien verringern. Für Länder, die deshalb dieses dritte, durchaus machbare Szenario verfolgen, ist die Energiewende eine Chance. Dabei liegt aktuell der weltweite erneuerbare Energienanteil bei 14,7% und ist somit vergleichbar mit den 15,9% der deutschen Ausgangssituation. Um das dritte Szenario zu erreichen, muss sich das jährliche erneuerbare Energienmarktvolumen bis 2050 um ca. 250 Milliarden Euro erhöhen. Nehmen wir die letzten 10 Jahre als Referenz, müssen wir das Ausbautempo dazu mindestens verdoppeln. Betrachtet man die Teilbereiche des deutschen Energiemarktes, zeigt sich, welche große Bedeutung die Bioenergie unter den Erneuerbaren einnimmt. Schaut man nur auf den erneuerbaren Energienmarkt und teilt die Bioenergie in Sektoren auf, liegt Biogas auf Platz 3 der erneuerbaren Energien, nur knapp hinter der Windenergie. Und Biogas erzeugt fast doppelt so viel Energie wie der Solarsektor. Was im Widerspruch zur öffentlichen Wahrnehmung steht, in der Wind und Solar die fast alleinige Rolle bei der Energiewende zu übernehmen scheinen. Zudem steht Wasserstoff sehr im Fokus. Es handelt sich zwar durchaus um einen vielseitigen Brennstoff, aber gerade die inländische Produktion ist aktuell kaum vorhanden und innerhalb des klimakritischen Zeitraumes wird sich dieser Beitrag für die Energiewende nur relativ gering erweitern lassen. Beim Versuch, neben dieser reinen Volumenbetrachtung andere Merkmale regenerativer Energien zu analysieren, wird deutlich, wie komplex eine Priorisierung ist. Und selbst diese Darstellung ist stark vereinfacht. Ein zentrales Merkmal ist die Zyklusdauer der Ressourcenerneuerung. Daher darf ein Bereich der Bioenergie, der Festbrennstoff Holz, wegen seines langsamen Wachstums eigentlich nicht als erneuerbare Energie bezeichnet werden. Ohne Holz wird Biogas mit Solar- und Windenergie mit Abstand zur relevantesten Energiequellenkombination der Energiewende. Aber welche Rolle nimmt Biogas in dieser Konstellation der wichtigsten erneuerbaren Energien ein? Was sind seine Vorteile? Und warum ist es eine so gute Ergänzung zu den beiden Partnertechnologien Wind und Solar? Dazu muss man sich die Biogas-Wertschöpfungskette genauer ansehen. Die Biogasressource der Zukunft sind Rest- und Abfallstoffe. Diese Nutzung ist ökologisch am sinnvollsten. Der Input für die Biogaserzeugung kommt aus dem direkten Umfeld der Biogasanlagen, sodass die Klimabilanz der Produktion durch kurze Transportwege optimiert wird. Als Abfallprodukt der Produktion entsteht organischer Dünger, der im Gegensatz zu herkömmlichem geruchlos ist und klimafreundlicher als synthetischer Industriedünger. Durch die Verbrennung von Biogas entstehen Strom und Wärme, und dies unabhängig vom Wetter. Und durch die gute Lagerbarkeit der Ressourcen auch bedarfsgerecht. Biogas kann zu Bio-Erdgas aufbereitet werden. Dies kann fossiles Erdgas ersetzen und einfach ins herkömmliche Gasnetz eingespeist und dort gespeichert werden. Verflüssigt man Biomethan zu Bio-LNG, entsteht grüner Kraftstoff für den Schwerlastverkehr.
Darüber hinaus können Biogas und Biomethan in der Industrie für die Produktion von chemischen Grundstoffen genutzt werden, zum Beispiel grünem Wasserstoff. Wie sich zeigt, hat Biogas herausragende Qualitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zwei der hier genannten Vorteile sind besonders relevant. Zum einen die Flexibilität. Biogas ist nicht nur in allen drei Hauptbereichen der Energiebranche ein wichtiger Erzeuger, sondern liefert auch für den Non-Energy-Bereich wichtige Komponenten. Und zum anderen die Kontinuität. Ein großes Manko der Solar- und Windenergie ist ihre starke Wetterabhängigkeit. Da Biogas jederzeit verfügbar und sehr gut speicherbar ist, kann es seine Produktionskapazität im Bereich von Strom und Wärme dynamisch anpassen und so die lückenhafte Bereitstellung der Solar- und Windenergie ausgleichen. Das ist das, was Biogas jetzt schon leistet. Wie steht es um die zukünftigen Potenziale? In den kommenden Jahren wird es eines der dringendsten Bedürfnisse sein, neben den Treibhausgasemissionen die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren. Fokussieren wir allein auf den deutschen Gasmarkt, zeigt sich, dass Deutschland schnell auf Russlands Einmarsch in die Ukraine reagiert hat. Aber auch nach dem Verzicht auf russisches Gas und der Gewinnung neuer Lieferanten bleibt die hohe Importabhängigkeit bestehen. Schöpfen wir die heimischen erneuerbaren Potenziale nicht aus, kann eine ausbalancierte Energiewende nicht gelingen. Neben der großen Menge erzeugbarer Energie liegen die Potenziale von Biogas in der sinnvollen Erweiterbarkeit seiner vielschichtigen Spezialbereiche. Die hier gezeigten sind für die Energiewende am bedeutendsten. Um diese Potenziale voll zu entfalten, bedarf es einer klaren politischen Ausrichtung. Diese findet sich allerdings in den aktuellen Zielen des Erneuerbaren Energiengesetzes noch nicht wieder. Ohne politische Einschränkungen könnten wir die vielfältigen Potenziale von Biogas bereits jetzt schon nutzen. Dringend nötig ist die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren. Grünes Gas muss gegenüber Strom mehr Berücksichtigung finden. Die Energiewende braucht auch eine Gaswende. Nutzen wir unser Potenzial. Biogas. Relevant, vielseitig und zukunftssicher.